Schau mal, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Heute, meine Freunde, haben wir etwas ganz Besonderes. Viele von euch kennen wahrscheinlich diese ganzen Memes, meine Freunde. Level 1 Krug versus Level 60 Baus. Yeah, I'm a Baus, my fuck. Meine Freunde, genau damit beschäftigen wir uns heute. Und zwar geht es um das Mafia City Meme. Falls ihr keine Ahnung habt, weil ihr extrem dumm seid und wahrscheinlich die ganze Zeit Hausaufgaben macht, anstatt auf Reddit oder 9gag zu scrollen, 9gag by the way, dann seid ihr es wirklich selber schuld, weil ganz ehrlich, wer braucht schon Hausaufgaben oder Lernen für die Schule oder sowas? Das ist doch alles dumm, ihr braucht geile crispy Memes in eurem Leben. Und aus diesem Grund habe ich für die ganzen Normies unter euch meine kleine Compilation dieser wunderschönen Memes untermalt mit klassischer Musik hier für euch zusammengestellt. Zwei Klatscher sind patentiert von PewDiePie. Gut, habe ich Pech gehabt. Ihr habt es gerade gesehen, meine Freunde, um diese Memes geht's. Und jetzt habe ich tatsächlich alle Mafia City Ads in einer Compilation gefunden, meine Freunde. 35 Minuten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal diesen Scheißhaufen durch, wie als wenn ich auf einer Mülldeponie rumstampfe und, gönnen uns mal diesen ganzen Crack rein. Bitteschön. Man kennt's, meine Freunde, man ist Level 1 Pizzalieferant, man fährt auf einem Roller umher. Das ist doch das Leben, oder? Dann fällt man plötzlich hin. Es kommt der Level 35 Boss und fragt dich: Hey Pizza-Junge, der hingefallen ist, möchtest du vielleicht in meiner illegalen Organisation teilnehmen? Want a kleine Clan to change your current status? Agree, refuse. Und wie ihr natürlich wisst, meine Freunde, arbeitet man als cooles Kid Hand in Hand mit Kriminellen. Also sagt ihr ja und euer Leben ändert sich. 1, 2, 3 und... Oh, ihr seid zu Level 3 aufgestiegen. Ihr seid tätowiert und habt das Leben vollständig im Griff und habt Bandagen an den Füßen. Keine Ahnung warum, vielleicht weil ihr in Scherben getreten seid. Ich weiß es nicht. Oh ja, oh ja, oh ja. Habt ihr das gesehen, wie das Geld angeflogen kommt? Damn, Leute, das ist das Mafia-Leben. This is how Mafia works. Oh, stellt euch vor, ihr seid ein ganz normaler Typ mit seiner coolen Harley, fetten Muskeln und geilen Tribal-Tattoos und dann passiert plötzlich das hier. Der Level 10 Hitman kommt mit seinem Lamborghini Aventador Gallardo um die Ecke und zerstört euer Motorrad. Und was? Dann kommt der Level 35 Boss mit einem Panzer angefahren? Hä? Oh, hier haben wir gerade jemanden gesehen, der gerade snitcht. Und zwar hat er gerade seinen Level 30 Boss, das Level 1 Crew quasi verraten. Und schon kommt die Polizei. Und was machst du natürlich? Du steigst direkt auf Level 60 auf, denn du hast deinem Boss einfach den Status geklaut. Ganz ehrlich, Alter, wer hat sich diese Werbeanzeigen ausgedacht? Okay, was haben wir noch? Hä? Hä? Okay. Ja, Mann, ich bin Level 10 und schieße ein paar Mal gegen die Decke und dann fällt mir die Decke auf den Kopf. Jetzt habe ich als Level 1 natürlich folgende Möglichkeit. Ich gehe A hin und rufe die Polizei, gehe B an das vegane Ernährungsregal und gönne mir ein paar richtig leckere Früchte oder C, kaufe mir Ever, das beste Waschmittel ever. Kauf Ever für eure Kleidung, das ist halt Ever. Der Fresse hält einfach. Oder C, ich nehme die Waffe und bedrohe den absolut breit gebauten Ladenbesitzer, der mich in einer Sekunde auseinanderbrechen könnte und klaue einfach den kompletten Ladeninhalt und steige auf zu Level 200.000 Mafia-Boss. Oh damn. Oh damn. Diese YouTube-Musik. Audio Library einfach. Da sitzt jemand, hat das animiert. Die haben so 20.000 Euro für Animationen ausgegeben, die massiv wack ist. Und dann sagt man einfach so, ja, wir nehmen einfach die YouTube Library. Das passt schon. Der Level 30 Snitch. Und da kommt der Level 12 Crook aus dem Kanal. Und kriegt eine Menge Küsse. Und durch die Menge Küsse wird er direkt zu Level 50 und kriegt plötzlich Haare und einen Anzug. Absolut relatable, Leute. Wem ist das noch nicht passiert? Die hat gesehen, wie das Seil am Glitschen war. Das könnte auch der Anfang von einem Gay-Porn sein, Real Talk. Oh nein, das BFI, das Struggle-Parameter auf der rechten Seite ist extrem hoch, Leute. Achtung, was passiert jetzt? Bam, Junge! Was, stand da gerade, you're free? Stand da gerade, you're free? You're free! Klar, so macht man das. Wenn das FIB auf einen zukommt, gibst du ihm einfach eine Schelle und verpisst dich aus der Zelle. Ganz klar. Was? Was? Boss, I'm here to save you. Well done! Oh, da ist der Level 10 Crook und jetzt kommt der Level 400 Mafia-Boss wieder. Achtung!
Und jetzt kommt der Level 30 Hitman dazu. Achtung! Oh no. Und nimmt sich die Frau? Hä? Ganz zu schweigen von diesen Proportionen und diesen unglaublich detailreich designten Gesichtern. Das ist ein Spiel, das ich mir auf jeden Fall kaufen wollen würde. Also, wenn ihr mich sponsern wollt. I'm down. Ist das dumm? Was? Mafia, avec success. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Was haben Sie da? Das ist keine Bratpfanne. Das ist, ich habe nur zwei Optionen. Ich kann jetzt warten oder angreifen. Warten. Das war die Werbung? Das war's? Wer kennt's nicht, wenn man so viel Geld hat und man ist zufälligerweise Pablo Escobar und packt in seinen Kamin einfach batzenweise Geld. YouTuber im Dezember. Das ist halt das Problem in vielen Gefängnissen. Jeder Gefangene darf halt einen Holzstock mitnehmen, ne? Das ist halt oftmals bei vielen Gefängnissen bis dato ein Problem gewesen. Und er ist free. Und natürlich steht da ein Helikopter, der ihn abholt. Und der hat zwei Maschinengewehre und fliegt weg. Alles klar. Nein! Hä? Ich verstehe einfach gar nichts mehr, Leute. Das macht absolut gar keinen Sinn. Hä? Ganz ehrlich, beim Sounddesign hätte man wirklich 20 Cent mehr ausgeben können. Ehrlich, Alter. Wirklich. Also das ist einfach nur Müll. Sogar die Pistolenschüsse klingen scheiße. Und als ob jeder Mensch einfach sein Geld fallen lässt. Level 5, normale Klamotten. Hey! Hey! FBI, Level 30, Senior Inspektor. Ja, Leute, das ist die Karriereleiter. Klettert sie nach oben. Klettert sie ganz schnell nach oben. Okay, hier wird verhandelt. Go out. This car is yours. 5000 Euro. This is yours. Geil, ich habe einen Anzug und einen Baseballschläger mit Stacheldraht gekauft für 5000 Euro. Lohnenswert. Geile Karren. Geile Kerle. Oh my god. Join us, this will all be yours. Ich will joinen, ich will Teil der Mafia werden. Okay, welche Waffe nehmen wir? Wir nehmen eine Deagle. Oh mein Gott, nein. Matrix-Moment, nein, nein. Hä, ist das actually eine Werbung davon? Hä? Also Leute, ganz ehrlich, wie kann man so ein Spiel nicht spielen wollen? Das ist das geilste Spiel der Welt. Und vor allen Dingen, überleg mal bitte, es gibt 35 Minuten davon. 35 Minuten gehirnzerstörende Werbung. Das ist nice. Ja, wenn's Leben doch nur so einfach wäre. Und jetzt steckt er plötzlich im Stau und mal sehen, was unser Level 10 Hoodie, was ist ein Hoodie? Ach Gottes Willen, ich kann nicht mehr, Leute, ehrlich. Ah! Achtung! Nimmt dieses Game sich überhaupt ansatzweise noch ernst? Das wird doch immer abstruser. Das ist doch nicht deren Ernst, wirklich. Klar, dieser Moment, wenn man plötzlich einen Schlüssel für seinen eigenen Koffer hat, aber dein kantiger Bruder den Koffer nicht wegnehmen kann und in seinem Koffer eine AK und 500.000 Euro in bar sind. Absolut relatable, meine Freunde, nach jedem Weihnachten immer so gefühlt. Ganz ehrlich, Alter, ich bin einfach nur noch fasziniert von diesem Game. Ich bin ehrlich, ich will das Game jetzt spielen, obwohl die Werbung so beschissen ist. Ich glaube, genau das ist der Hintergrund. Die haben sich wirklich so viel Mühe gegeben, die Werbung absolut catchy und beschissen zu machen. Und es funktioniert, meine Freunde. Ich will dieses Spiel jetzt spielen! Nein. Wer kennt's nicht, wenn man der Frau plötzlich seine ganzen Modellautos und immer wieder 100.000 Euro gibt und plötzlich der Kontostand und das eigentliche Charakterlevel immer weiter sinkt.
und dann deine Frau dein Modellauto und dein Modellpuppenhaus einfach einem Straßenpenner gibt und der Straßenpenner dann der reiche Typ ist und du hast verkackt und dann fährt der Typ mit deinem Lamborghini im Modellauto mit deiner Frau weg. Ich kenn's so gut, Leute. Ich kenn's so gut. Gut, Leute. Ich glaube, die restlichen 25 Minuten könnt ihr euch dann selber reinziehen. Mein Gehirn ist auf jeden Fall jetzt Matsche und Wasser. Ich würde sagen, meine Freunde, das war's mit diesem wunderschönen Video. Ich wäre echt froh, wenn Mafia City jetzt auf mich zukommt und sagt, hey, you wanna try out our new game, hä? Huh? Möchtest du gesponsert werden, hä? Huh? Möchtest du auch ein echter Mafia-Boss werden? Jetzt mal Real Talk, Mafia City. Ich wäre down, also meldet euch. Meine Freunde, was soll ich sagen? Nutzt meinen Fortnite-Creator-Code, Revezeit, küsst eure Augen und nehmt euch ein Beispiel daran. Das ist der Weg des Erfolges. Auf Wiedersehen. Tschüss. We'll be right back.